Anfang September habe ich mich auf den die Burgen- und Schlösser-Tour gemacht durch die Prignitz mit meiner 5-jährigen Trakehnerstute Auri und meinem Shiba Inu Shima. Und hier zeige ich euch ein paar Videoausschnitte und den detaillierten Tourverlauf. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Dies ist die gesamte Tour. Zur Einordnung, hier oben ist Parchim, hier ist Wittenberge und hier geht es von Mangmus nach Önze, Plattenburg, Döllen, Horst, Sano und dann geht es eigentlich hier weiter bis in die Nähe von Putlitz. Ich musste aber hier eine Ecke einbauen, weil ich hier nicht unterkommen konnte. Und bin dann hier in Predöl gewesen. Und dann war das hier eine sehr lange Strecke von 45 Kilometer bis Kleinwarnow. Und dann war ich da wieder in Mangmus. Gestartet bin ich hier in Fürstenberg. Ursprünglich wollte ich hier starten. Nach meiner Erfahrung jetzt von der Tour wäre Kleinwarnow hier oben der beste Startpunkt. Und auch mit einer sehr guten Autoanbindung, die hier herunterführt. Ich hatte zwei Karten mit, Kompass-Wanderkarten, westliche und östliche Prignitz, die gesamte Tour abgedeckt haben, allerdings nicht top aktuell waren, also die neueste Autobahnverbindung war nicht abgebildet und man kann leider zum Teil auch schlecht erkennen, wo man über die Bahn kann und wo nicht, weil teilweise die Wege weitergeführt werden, die aber so nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, man muss über Google Maps sich versichern oder ich werde jetzt auch in dem Video gleich nochmal bei den einzelnen Strecken erzählen, wo es Probleme geben könnte. Mein erster Tag führt mich hier von Döllen Richtung Luisenhof. An dieser Stelle ist es wichtig, dass ihr vor dem Wäldchen abbiegt, weil hier laufen zwei Wege parallel und der hier unten geht sehr schön zwischen Wald und Feldern lang. Dann hier oben rüber, da ist die Streckenführung relativ eindeutig und hier kann man sich gut an den Feldern orientieren oder eben am GPS-Track, der hier stimmt. Wir gehen hier rüber, reiten an diesem großen Feld vorbei und hier macht der Track eine Ecke. Ich bin aber hier geradeaus weitergeritten. Hier über die Bundesstraße, dann hier ein Stückchen zurück und zwar nicht bis hier unten, sondern nur bis hier und habe dann hier mein Ziel Horst erreicht am See hier mit einem schönen Schloss. Start zu unserer ersten Etappe. Es ist kurz nach 9 Uhr morgens und noch gehe ich zu Fuß. Der Weg ist schön hier. Und gestern schon gesehen, dass es hier ein paar schöne Wege gibt. Mal schauen, was uns erwartet. Das ist das Gepäck. Bis jetzt sind wir nur auf Waldwegen unterwegs gewesen und Feldwegen und ja, das ist richtig schön. Shima musste jetzt mal in die Leine, weil die meinte ja immer, sie kennt den Weg besser. Mein zweiter Tag führt von Horst, wenn ich jetzt mal hier nach oben gehe, bis nach Sano. Und das sind nur 16 Kilometer. Da ich viel Zeit hatte den Tag, habe ich gedacht, ich reite hier ein bisschen in diesem Waldgebiet kreuz und quer. Das hat aber nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Zurück müsstet ihr hier wieder reiten, weil dieser Weg durch umgestürzte Bäume belegt, also unpassierbar geworden ist. Das heißt, man sollte hier den Weg wieder nehmen und kann dann hier rüber, dann hier hoch wieder auf die Strecke kommen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin hier hochgeritten und wollte dann hier ein bisschen rumreiten und eigentlich hier am Waldrand längs, bin aber hier bis nach Breitenfeld gekommen und bin dann hier diese Strecke weiter hier über Bodin hier oben hoch und dann hier über die Bahn bis nach Sarno und da war dann meine Station für den Abend. Auch in Sarno ist eine schöne Feldsteinkirche. Das ist überhaupt eher, wie ich im Verlauf festgestellt habe, ein richtiger Titel. Die Feldsteinkirchen findet man überall, wohingegen ich nur auf der gesamten Tour eine Schlossruine und eine Burg gesehen habe. Kleine Pause zum Grasen. Die Auri frisst. Die Schima liegt da auf dem Weg und wartet auf uns. Und ja, der Sattelgurt ist ein bisschen lockerer, aber so ist Auri bepackt wie immer. Und da geht es gleich weiter und wir haben es auch nicht mehr weit. Wir müssen heute nach Sarno und da können wir erst um 5 da sein. Und da Auri so unheimlich Tempo macht, sind wir heute erst um 11:30 los. Und jetzt ist es 4:15 und es ist nicht mehr weit. Und deshalb lassen wir sie jetzt noch mal ein bisschen fressen. Heute Mittag um 2 wollte ich auch Pause machen. Da wollte Auri nicht fressen. Da war sie noch in Action und wollte unbedingt vorwärts. Aber jetzt ist der Hunger, glaube ich, da. Mein dritter Tag hatte es in sich. Ich bin hier in Sarno gestartet. Hier lang war es alles in Ordnung. Hier muss man tatsächlich so eine kleine Ecke machen, kommt hier über die Bahn. Dann war meine erste Herausforderung dieses Dorf hier, Neuhausen, weil ich dachte, ich müsste ins Dorf. Aber alle Wege hier im Dorf sind Sackgassen und ich musste wieder raus, um dann auf diesem Weg hier über die beiden Bundesstraßen, hat gut geklappt. Hier konnte ich ein Feld entlang reiten. Dann hier nach Giesendorf. Hier kann man hier außerhalb des Dorfes vorbei reiten. Ich bin aber durch das Dorf geritten, weil ich das ganz schön finde, wenn man ja ein bisschen von den Orten sieht. Dann führte mein Weg hier weiter. Und hier ist tatsächlich eine Überwegung eingezeichnet. Und auch auf Google Maps sah es so aus, als ob man hier über die Schienen kommt. Man kommt aber nicht über Schienen. Also bin ich hier am abgeernteten Feld bis zu einem Hochsitz und habe mich dann unerlaubterweise quer über die Bahnböschung geschlagen. Das haben Hund und Pferd gut mitgemacht, aber das war schon kritisch. Und bin dann quer über das Feld auf diesem Weg. Und ich musste diesmal nach Predöhl, das heißt, ich bin hier um Pritzwalk herum. Hier dann durch den Wald nach oben bis hierhin. Das ist aber nicht der normale Weg. Der normale Weg, der würde, war auch so eingezeichnet und würde dann hier weitergehen. Und da diese Bahnüberquerung nicht möglich ist, würde ich vorschlagen, hier von Giesendorf diesen Weg weiter. Der schließt sich hier an, dann hier hoch nach Kubir. Und jetzt wechseln wir mal eben die Karte. Hier ist dann Kubir. Und der eigentliche Weg würde dann von hier oben, hier runter und wieder hier hoch. Und meine Empfehlung wäre von Kubir tatsächlich hier diesen Weg bis nach Wolfshagen. Und dann hier durchs Naturschutzgebiet hoch über Lockstedt. Und dann hier nach Stadtheide. Hier an diesem Stück liegt dann die Wanderreitstation, die man normalerweise nehmen würde.
dann wäre der andere Weg auch nicht so lang. Ich bin dann hier den nächsten Tag von Triglitz gekommen, das zeige ich aber gleich nochmal. Der vierte Tag hat es in sich. Ich komme hier, von Predöl über Triglitz. Hier lässt sich der Weg, den bin ich gar nicht geritten, über Mansfeld, weil ich nicht wusste, ob das hier so klappt. Das hatte ich nämlich nicht angeguckt. Das heißt, ich bin hier diesen Bogen geritten über Laske und dann hier ein Stück Straße nach Lockstedt und dann hier den Weg durch weiter hier hoch, das ließ sich alles ganz gut finden und kommen dann hier an die Runer Berge. Und da habe ich gedacht, man konnte hier unten einen Weg reiten. Ich reite hier und dann hier hoch. Das war aber eine blöde Idee, weil hier zwischen ist alles gesperrt für Reiter. Das heißt, sie müsste tatsächlich diesen Weg nehmen und dann hier weiter reiten. Diese Ecke hier, da gibt es hier auf der Karte keinen Weg, den gibt es aber. Hier kann man sehr schön weiter reiten. Also man kommt hier aus dem Wald, reitet ein Stück links auf der Straße und dann rechts in den Weg, kommt hier durch Barlow. Hier an dieser Straße kann man schön, das ist eine Apfelallee, das ist ein breiter Nebenweg, den kann man gut gehen. Und dieser Weg ist zum Teil am Anfang nicht ganz gut gepflegt, da musste ich ein paar gefällte Bäume umreiten. Und dann ging es aber hier weiter bis nach Barlow, genau. Und dann geht es hier runter. Das ist auch ganz gut zu finden, hier entlang der Felder, hier durch und dann ist hier der GPS-Track, führt euch hier runter und hier an der ICE-Strecke wieder hoch. Das ist aber völlig unsinnig, weil da muss man hin, nach Kleinwarnow und man kann also hier dann über diesen Feldweg und das ist wirklich so eine Nebenstraße. Problem ist diese Geschichte an diesem Bach. Da hat ein Bauer Litze gezogen. Ich konnte da aber vorbei. Man kann sich also hier an der Litze vorbei über das Feld und am Ende des Feldes ist die Litze mit Torgriffen versehen. Also es ging. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass das immer so geht. Eine andere Alternative wäre wirklich schwierig, weil hier keine wirklichen alternativen Wege eingezeichnet sind, die hier über dieses Stück gehen. Also dann wäre es wirklich wahrscheinlich nur hier oben ein Weg, den man nehmen müsste, wenn das hier zu ist. Also das wäre ein bisschen übel, zumal es kurz vor dem Ziel ist. Hier wird offenbar Kiefernharz geerntet. An den Bäumen sind jeweils immer so Rillen nach unten. Allerdings scheint es alt zu sein, also nicht mehr aktiv, weil nichts zum Auffangen da ist. Wir haben jetzt schon gut 15 Kilometer hinter uns und noch gut 30 Kilometer vor uns. Und sind ganz guter Dinge. Das Wetter ist gut, ein schöner Waldweg und eigentlich finde ich das ganz spannend hier mit diesen eingeritzten
Sachen bei den Bäumen. Ich weiß gar nicht, ob man das so auf dem Video erkennen kann. Das ist mal ein ganz besonderer Weg. Scheibe Kreis zugewachsen. Das findet Shima auch sehr unwitzig, weil die Leine immer sowas krass scheuert. Aber ist so wirklich ganz schön hier. Das ist ein bisschen heidemäßig. So, die Kamera geht an, weil wir hier an diesem Punkt mit dieser schönen, prachtvollen Eiche unseren 40-Kilometer-Punkt heute erreicht haben. Jetzt haben wir noch ungefähr 5 vor uns und Shima läuft locker voran, die ist fit. Ich war ja echt besorgt, aber das läuft ganz gut hier mit uns. Und das ist die Kulisse, da hinten geht gerade ein Schauer runter und wir sind hier so ein bisschen im Windschutz von dem Wald. Das heißt, wir kriegen davon Gott sei Dank nicht viel ab. Vorne kommt ein kleiner Baumstamm über dem Weg. Wir haben Gott sei Dank wenig versperrte Wege gehabt. Heute ein, zwei Bäume, die wir aber umreiten konnten, Gott sei Dank. Ach, jetzt haben wir richtig Glück, weil es gerade anfängt zu regnen und wir sind hier sehr schön geschützt durch die Bäume. So, jetzt werden beide hier über den Baumstamm krabbeln. Das wird aber problemlos sein. Glaub ich. Ja, siehst du. So, jetzt muss die Kamera weg, weil es doller anfängt zu regnen. Von Klein Warnow geht es hier über die Schienen, dann hier durch die Felder. Und hier fehlt jetzt die Autobahn, die neue ist noch nicht eingezeichnet. Und da gibt es im Prinzip nur einen Weg. Man reitet hier ein Stück längs, dann kommt da eine Wildbrücke auf der rechten Seite und 100 Meter hinter der Wildbrücke gibt es eine Brücke über die Autobahn. Dann reitet man zwischen Autobahn und Bundesstraße ein Stückchen. Und kann dann hier über die Bundesstraße und kommt dann auf diesem Weg. Das heißt, dieser GPS-Trackweg, den könnt ihr vergessen. Ihr müsst hier Autobahn, zwischen Autobahn und Bundesstraße und dann diesen Weg weiterreiten. Und dann geht es hier im Prinzip schön durch die Felder, durch die Kiefernwälder. Das ist sehr schön mit Heide zum Teil. Da kann man zur Not auch noch mal ein bisschen kreuz und quer reiten, wenn man möchte. Und dann kommt man hier in Mankmus an. In Mankmus, das ist eigentlich ein schöner Hof, eine schöne Wanderreitstation. Ein bisschen schade, ich hatte das Gefühl, die Besitzerin wollte nicht so viel Arbeit mit den Wanderreitern haben. Das heißt, ich musste jetzt für diese eine Station extra ein Zelt mitnehmen. Habe dann aber im Stall auf der Isomatte übernachtet, ohne das Zelt aufzubauen. Das heißt, ihr bräuchtet nicht unbedingt ein Zelt, sondern könntet da dann eben auch in dem Stahl, auf dem, der ist nicht eingestreut oder so, es ist eben auf dem Betonboden mit einer Isomatte schlafen. Dann kann man sich ein bisschen das Gepäck ersparen. Vielleicht war das eine Ausnahmesituation. Es kann sein, dass das zu anderen Zeiten dann vielleicht auch möglich ist. Das sind meine liebsten Wege, so ein bisschen bewachsen und ja, sandig, keine Steine drin. Das ist einfach sehr nett zu reiten. Hier auf dieser Waldseite haben wir jungen Wald, Kiefernmischwald, Akazien bzw. Robinien dazwischen. Und auf der Seite geht es in die Felder. Thank you.
So, wir überqueren jetzt die Autobahn gleich. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Es hieß, dass es hier irgendwie einen Weg rüber gibt, der nicht über die Wildbrücke führt. Und ich hatte gehofft, dass das hier jetzt so ist. Ah ja, da vorne. Sieht es so aus. Als ob wir gleich diese Brücke daneben können, die wir da vorne sehen. Und hier reiten wir jetzt oberhalb von der Autobahn, was auch mal ganz nett ist. Vor uns auf dem Weg, man sieht es, ist glaube ich zu weit weg, ist eine schwarze Katze. Jetzt hat sie uns gesehen und haut ab. Wie die hierher kommen, mitten ins Nirgends, ist natürlich auch nochmal eine Frage. Jetzt noch mal ein Stück auf dieser Seite neben der Autobahn her. Autobahn auf der einen Seite, Bundesstraße auf der anderen, aber auf der ist Gott sei Dank jetzt nicht so viel los und wir mittendrin. Aber mein 5-jähriges Pferd ist entspannt und guckt sich das Ganze an von oben. Ich weiß nicht, ob die Bullen hier Blonde Aquitaine sind, aber sie sehen einfach irre aus. So bemuskelt. Also da bekommt der Begriff Fleischrind einen richtigen Ausdruck. Auri findet das auch echt erstaunlich. Hier, Auri, guck dir den mal an. Ab Mankens reitet man dann zum Teil auf dem Gestütsweg, ja, hier runter, den Feldweg. Ich bin hier falsch unterwegs gewesen. Ich hatte diesen Weg genommen und habe eigentlich dann diesen Abzweig gesucht, nicht gefunden. Dann bin ich zurück und bin dann diesen Weg genommen. Und an diesem Fluss direkt gibt es einen sehr schönen Reitweg, der einen hier hinführt. Da spart man sich hier so ein bisschen diese Ecke, kann also an diesem Fluss hier reiten und wenn man darauf kommt, reitet man dann links weiter hier Richtung Nebelin und dann davor, das kann man auch gut finden, hier weiter und hier muss ich jetzt gleich mal in die Karte wechseln. So, nächster Teil. Hier sind wir eben stehen geblieben an diesem Naturschutzgebiet. Hier hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also eingezeichnet ist hier so ein Bogen und das ist wieder die ICE-Strecke hier. Und dann kann man hier im Bogen zurück. Ich bin aber dem Gestüts
oder Wanderreitweg gefolgt und der geht hier im Prinzip gerade. Das ist ein schöner breiter Sandweg neben dem Fluss. Dann gibt es hier einen Tunnel unter der ICE-Strecke durch und das ist die einzige Querung. Also hier gibt es keine weitere Querung, nur an dieser Stelle. Dann geht es hier weiter, ein Stückchen durch den Ort. Und hier an dieser Ortskreuzung, da geht hier noch ein Weg. Man geht hier runter und nimmt dann im Prinzip nicht den ganz rechten, sondern den eher linken Weg. Und dann geht es nur noch geradeaus. Also fast ausschließlich hier, wo das Flughafengelände anbelangt, macht der Weg einen kleinen Verschwenk nach rechts. Und dann geht es hier weiter. Und hier kommt so eine Knackstelle. Hier gibt es eine enge Fahrradbrücke mit Holzbohlen. Und wenn ein Pferd unsicher ist und schreckhaft, dann ist das keine gute Alternative. Dann kann man hier durch dieses Gebiet durch und dann hier über die Straße. Ansonsten geht man hier über die Brücke und geht hier zwischen dieser Straße, der Bundesstraße und der Bahnlinie und kommt dann auch hier rüber. Und hier muss man ein Stück auf dem Radweg, ich würde vorschlagen, führen. So 100 Meter ungefähr und dann kann man hier abbiegen und geht in hier rein. Und der GPS-Track, der führt euch hier hinten so ein bisschen rum. Mir wurde gesagt, sinnvoller wäre hier bis zu dem See und dann hier gerade rüber und dann entweder hier über nochmal über die Brücke oder eben hier hinten rum dann bis nach Uenze und hier kommt ihr rein, dann reitet ihr an der Kirche vorbei, gegenüber der Kirche ist ein Gasthof, da sind Anbinder für Pferde, das irritiert vielleicht, es ist noch ein Stückchen weiter und dann kommt auf der rechten Seite eine große offene Toreinfahrt, das ist ein graues Tor, das offen steht und das ist der Hof von Frau Papke. Die Wanderreitstation für den Tag und das ist wirklich eine Empfehlung. Ganz tolles Apartment und sehr nette Gastgeberin. Wir sind um halb neun in Mangmus gestartet und hatten tollerweise gleich am Anfang Probleme, den richtigen Weg zu finden, weil natürlich, wie immer, meine Komoot-App gerade mal keinen GPS-Empfang hat, wenn ich mir nicht so sicher bin. Und dann sind wir also einen Weg längs, der richtige war, habe ich gedacht, ach nee, das ist der falsche, zurück, wieder einen falschen Weg. Und jetzt haben wir Gott sei Dank diesen Feldweg gefunden, der nach meiner Karte genau dahin führt, wo wir hin müssen. Und eigentlich, ja, der ideale Weg ist. Das andere wäre alles irgendwie entweder an der Straße oder mit so einem komischen Bogen. Und dieser hier ist irgendwie super und ist aber in keiner Karte eingezeichnet. Kiefernbestände und ein bisschen Mischwald und hier haben wir den ersten schönen Buchenwald. Und ich glaube, wir reiten jetzt auch durch ein Naturschutzgebiet. Wenigstens ist das auf der Karte so eingezeichnet. Allerdings war hier nirgendwo ein Schild. Über diese schmale Brücke müssen wir gleich. Ich
bin mal gespannt, was Auri dazu sagt, weil ich glaube, die Brücke wird hier nicht breiter sein als der Radweg. Und das ist ja dann doch so ein bisschen komisch. Das hier rauf geht noch ganz gut. Aber beim Rüber werde ich jetzt die Kamera ausmachen. So, da nochmal die Brücke, die Straße und der Hammer. Oben auf der Brücke Holz. Da ist nochmal die Bundesstraße und hier geht es jetzt wieder runter. Also, das ist wirklich nur was für Pferde mit harten Nerven, wie meine Auri. Abgefahren. Das ist jetzt auch relativ cool hier, weil dieser Weg ist eigentlich nirgendwo eingezeichnet, nur auf dem GPS-Track. Und ich habe mir überlegt, wenn es hier einen Fahrradweg rüber gibt, dann muss es da ja auch irgendwo hinführen. Und dieser Feldweg hier führt jetzt zwischen zwei Zufahrtsstraßen, also Bundesstraßen, entlang. Rechts und links haben wir also voll Verkehr und auch noch eine Bahnlinie ist auf der rechten Seite. Und ich denke, wir müssen jetzt in den Ort, um das alles queren zu können und dann quasi auf der anderen Seite wieder runter zu gehen. Wir gehen jetzt also so ein kleines Dreieck. So, ich habe gedacht, ich zeige mich auch mal im Sattel, weil ich ja immer alleine bin. Wir reiten jetzt auf Uenze zu, das letzte Stück. Hier seht ihr mal meine Weste, was ich da alles so mit drin habe. Das ist so das, was ich ständig zur Hand haben muss, wie Kamera, Handy, Karte, Taschentücher und solche Sachen. Und ansonsten sieht man hier hinter uns den schönen Waldweg und heute war wirklich eine anstrengende Tour, weil wir so viel zum Teil Straße, also Bundesstraßenüberquerung hatten, Brücken, aber Auri hat das alles total super mitgemacht. So, bevor ich jetzt hier Unordnung mache, wollte ich euch mal diese geile Ferienwohnung zeigen, die mich heute erwartet hat hier. Das ist wirklich die schönste Unterkunft, die ich bisher hatte auf meiner Wanderertour. Jetzt reiten wir von Uenze nach Plattenburg. Das sind nur 15 Kilometer. Man könnte dann die weiteren 16 Kilometer direkt nach Dörlen dran anschließen. Dann würde man einen Tag sparen. Die Plattenburg ist aber sehenswert und es lohnt sich da auch zu übernachten. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Der GPS-Track, der geht hier längs und führt dann hier etwas wild durch den Wald. Und die Gabi Papke sagte, es ist leichter, hier längs zu gehen. Dann diesen Weg zu nehmen, der sehr schön zu reiten ist. Hier geht es, anders als hier eingezeichnet, direkt gerade rüber. Und dann kann man hier so quer einmal auf die Bundesstraße zur Überquerung des Flusses. Dann macht man hier wieder einen Bogen und reitet dann hier an Bad Wilsnach vorbei. Hier durch, das ist dann auch wieder der Gestützweg zum Teil ausgeschildert und kommt dann hier in der Plattenburg an. Wir jetzt schon nicht zu Fuß mal starten. Nee, alles gut. Vorsicht da mit dem Kopfstein, ne? Ja. So. Ach, ja. Weißes Waschbecken.
Tschüss und schönen Dank für alles. Ja. Ne? Tschüss. Guck mal, das war doch schön. Na, mal schauen, wie wir hier rüberkommen. Da sind wir eben schon mal an der Hauptstraße bei der Baustelle rübergekommen. Da konnte ich nicht filmen. Jetzt haben wir hier so eine kleine Brücke über das Flüsschen. Und ich hoffe, die Schiene versucht sich. Doch, da ist sie. Der letzte Tag war für mich auch wieder ein kurzes Stück, aber das war auch in Ordnung, weil ich den Tag zurückgefahren bin. Hier von der Plattenburg, das ist alles unkompliziert, entsprechend des GPS-Tracks, Kartenwechsel hier rüber, dann hier hoch. Hier habe ich mich verritten, weil man hier wirklich fast bis an die Straße muss. Ich bin vorher abgebogen und bin dann hier irgendwie wild durch diesen Wald, um dann hier zurückzukommen. Und das ist leider der einzige Weg, auch wieder hier über die Kartane. Es sei denn, man will wirklich hier, wenn man hier rüber geht, könnte man hier einen großen Bogen machen und dann hier von oben wieder kommen über den Luisenhof. Das könnte man, weil man ja genügend Zeit hat, den Tag, weil es nur eine kurze Strecke ist. Dann spart man sich hier dieses Stück an der Bundesstraße, die doch recht stark befahren ist. Und das ist schon so, dass man da so 10 Minuten reitet, bis man hier diese Strecke erreicht hat. Hier ist es wieder unkompliziert und hier bin ich dann wieder an meinem Ausgangspunkt. Wir sind jetzt gerade gestartet in Plattenburg und normalerweise führe ich immer am Anfang ein bisschen. Habe ich diesmal auch, aber nicht so lange wie sonst, weil mein Pferd so motiviert ist und auch der Hund, die machen ein dermaßenes Tempo, das bringt mich zu Fuß zu sehr in Schweiß und immer parieren, das macht auch keinen Spaß. Also sind wir jetzt frohen Mutes unterwegs und wenn das so weitergeht, dann werden wir die kurze 15 Kilometer Strecke heute schnell geschafft haben, also wahrscheinlich in 2 Stunden.